Ja, 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 ja. Und weiter geht's in einem wunderbaren Oldtimer in hervorragendem Zustand. Der bestimmt irgendwem gehört, aber nicht mir. Und damit fliegen wir jetzt wieder mal eine Insel weiter, und zwar als Cabrio, weil das Wetter so schön ist. So, Bremse lösen, nix wie weg, bevor der Besitzer merkt, dass sein Flugzeug, vielleicht sollte ich doch mal mit den Jungs von LTC funken, irgendwie. Ja, eigentlich müsste hier auch mal ein bisschen Platz sein auf der Landebahn. Boah, auch hier wieder. Das Seitenruder schlägt hier richtig böse rein. Immerhin, die Beschleunigung ist zeitgemäß. Also für die 30er Jahre. Ich glaube, hier kommen wir schon hoch mit, wa? Ja, geht. Ja, die rote Meldung einfach gar nicht weiter ignorieren. So. So. Also sieht ziemlich flach aus hier, ne? Also mit dem Aufbauen von sündhaft teuren Modellgebäuden haben sie sich hier zurückgehalten. Aber immerhin stehen inzwischen ein paar Flugzeuge hier rum. Verschiedener Größen übrigens. Da ist auch alles schön. Wo sind wir eigentlich hin? In die Gegenrichtung. Ja, Mensch, dann gehen wir doch einfach mal in die Gegenrichtung. Ne? Dann können wir noch mal ein Auge hier über die schöne Stadt werfen. Wohin auch sonst. Wie schnell dürfen wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich schalte einfach Autothrottel mal an und dann alles weitere wird man denn sehen. So. Die Ruherichtung müssten wir jetzt so halbwegs haben. Ja Mensch, also das Wetter hatte ich aber schöner in Erinnerung, ne? Oder kommt das jetzt nur wegen der Sonne, wegen der Wolken jetzt nicht so richtig durch? Dass es jede Menge Wolkenlücken gibt, nur ein paar davon sind auch schon dicker, ne? Ja, hoffentlich wird das uns unterwegs nicht zu kühl. Falls doch, habe ich eine super Lösung, zieht euch wärmer an. Ja, so wahnsinnig hoch ist die Auflösung unter uns nicht. Ja, so sei es. Bei Gelegenheit versuche ich das nochmal zu berechnen. Aber es gibt halt Ecken in dieser Welt, wo die Auflösung der Satellitenbilder jetzt nicht so überzeugend ist. Ist eigentlich hoch genug, ne? Also, Autopilot an, Höhe halten, Navigation, GPS. Alles gut. Ein Kontrollguck machen. Och, das sieht aber schon sehr gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, irgendwo haben wir hier bestimmt eine Motordrehzahl. Da ist eine Uhr. Das sieht aus wie eine Motordrehzahl und die ist definitiv zu hoch. Also nehmen wir mal die Geschwindigkeit raus. Ach du je, wir sind gerade erst bei 104. Ich sag ihm mal, er soll 100 erreichen. Das wird ihm mühsam gelingen, aber nun gut. Ach, da ist sie in Airspeed. Ja, siehst du 100. Das kommt doch einigermaßen hin. Kompass, passt das auch? Der Kompass. Ach, der hat sowieso nur einen magnetischen Kompass. Ich kann ihn sicherheitshalber nochmal synchronisieren, weil ich hier natürlich viel mehr Technik habe. So, Flughöhe 1100 Fuß, das ist gut, das sind wir unterhalb der Wolken. Aber noch nicht so hoch, dass wir drüber sind und Sonnenbrand kriegen, weil wir haben ja kein Dach. Wir fliegen ja Cabrio. Unbedingt ein Foto machen, das dürfen wir gar nicht vergessen. Also, nach draußen gucken. Das sieht aber aus wie ein Einzelfahrwerk, ne? Hey, was für ein Luxus. Nur, dass das kein Einzelfahrwerk keins ist, das ist gar kein Einzelfahrwerk. Ich war das mal gedacht als Einzelfahrwerk, aber Leuchtfall stehen geblieben, richtig. Foto machen. Ja, wenn wir den Arm aus dem Fenster hängen, das sieht schon genau richtig aus. So sind sie, die jungen Bursche von heute. Ich zum Beispiel. Ja, so, das war der Bild. Jetzt können wir gucken in Umgebung.
da ist, wie ihr seht, eine Menge Umgebung. Also viel weit und breit, könnte man sagen. Gucken wir also lieber nach hinten als nach vorne. Man soll ja niemals zurückschauen, aber genau das tun wir jetzt einfach mal. Ich blende euch die Karte ein, damit ihr sehen könnt, wohin wir zurückschauen. Wie heißt das noch, wo wir hinfliegen? Antigua? Nein. St. Kitts heißt das. ST.KITT. St. Kitts. Na, da ist es doch. Ja, St. Kitts. Was haben wir? 3 Minuten bis zum nächsten Waypoint? Kann das stimmen? Weil. Ja. Siehst du, guck mal. Der diese Minimap programmiert hat, der hat sich von sich aus bei mir gemeldet und gesagt, hey, das stimmt ja alles nicht. Mach das mal folgendermaßen, nämlich einfach die Anzeige des Flugplans einmal ausschalten und einmal wieder einschalten. Mal gucken. Ach nee, guck mal. Und plötzlich stimmt das. Der Mann hat recht. Ah ja, solche Programmier. Das ist ein Service. Ich meine, welcher Softwarehersteller soll mit solchem Service mithalten können? Ich habe den nicht mal gefragt oder so, sondern er hat einfach gesagt, hey du, ich habe gesehen das. Wow, finde ich in Ordnung. Das ist Support, ne? So, apropos Support, wir fliegen nach St. Kitts. Ich habe bis jetzt nicht mal gewusst, dass es das gibt, aber wir fliegen dahin. Da steht hier als Erklärung als allererstes bei Wikivoyage, St. Kitts ist eine der beiden Inseln von St. Kitts and Nevis. Klingt logisch, ne? Muss man das explizit da hinschreiben? Eine eher philosophische Frage, die ich angesichts der bildungsfernen Schichten eindeutig mit Ja beantworten würde. So, Orte. Weitere Ziele keine. Hintergrund. So und so lang, so und so breit, so und so weit entfernt. Vulkanmassiv, ein Berg, also Vulkan, hört ihr es auch? Anscheinend vibriert das hier im Ohr mit, wenn ich bestimmte Töne aber eventuell kommt es nicht mit übers Mikrofon, meistens kriegt man das ja nicht zu hören. Es klingt so ein bisschen verzerrter. Blabla, es gibt einen Fußweg, der die Insel von Süden nach Norden verbindet. Ah ja. Blabla, landwirtschaftliche Monokultur, 30 Großbetriebe, 90% des Kulturlandes, Zuckerrohr. Blabla, Jahresproduktion, Meerenge, Pflanzen- und Tierwelt. Das klingt viel interessanter. Der Sabber trieft immer noch vom Pudding. An den Hängen des Mount Liamuiga-Vulkans findet man einen Regenwald. Dort kann man unter anderem Helikornen, Jasmin, Lianen, Mangobäume, Palmen, Philodendron und Riesenfarne antreffen. Hey, alter Junge, Philodendron, wie ist's dir? Im Gegensatz dazu findet man auf der südöstlichen Halbinsel extrem Trockenwald vor, mit einer Variation verschiedenster Kakteen, an denen man schnuppern kann. Der Flamme. Das ist überhaupt was für Baumknutscher, ne? Einfach Kakteen dahinstellen. Der Flammenbaum, englisch Flamboyant, ist die Nationalpflanze von St. Kitts and Nevis. Vor 500 Jahren gab es auf den Inseln nur einige Eidechsen, Iguanas. Mein Gesicht geht so ein bisschen ins Lila, ne? Irgendwie ist der Weißabgleich. Ich weiß nicht, so optimistisch oder pessimistisch. Ich glaube, während der Aufnahme kann ich es, glaube ich, nicht ändern, ne? Aber ich finde mein Gesicht und gerade der lila Ton kommt etwas unglücklich. Passt doch überhaupt nicht zu meinen auf Antigua verbotenen Tarnklamotten. Vor 500. Guck mal dahin, was ist denn das, der Monitor, ne? Da ist die Kamera, da müsste ich eigentlich mal reingucken. Tue ich aber nie, weil die Kamera ist nur irgendwie oval, dunkel mit einer LED. Das sieht langweilig aus und das ist viel interessanter als ihr. Vor 500 Jahren gab es auf den Inseln, hat bestimmt irgendwie einen Migrationshintergrund geschrieben, nur einige Eidechsen, Iguanas, Schlangen, wilde Schweine und viele Fledermäuse.
Iguanas und Schweine wurden gejagt und waren bald ausgerottet. 1884 brachte man von Jamaika aus Mangus auf die Inseln. Ach, Mungus, ja, Mangus auf die Inseln. Heute gibt es daher keine Schlangen mehr, wie schade. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts kennt man dafür eine Affenart ohne Schwanz und auf dem Boden lebend, die mit den Sklavenschiffen aus Afrika kamen. Heute gibt es mehr Affen als Menschen auf der Insel. Das ist hier in Deutschland auch nicht viel anders, wenn ich mir ansehe, was meine Mitmenschen so treiben. Gerade in der Medienbranche. Die Vogelwelt beschränkt sich neben Seevögeln auf Tauben, Kolibris, Bananenquitt, Stare und einige Wandervögel. Es gibt eine Vielzahl von Schmetterlingen und Fledermäusen. Meeresschildkröten legen an den menschenleeren Stränden der Insel ihre Eier ab. Zwischen Januar und April kann man vor der Küste Wale beobachten. Auch Delfine sind ein regelmäßiger Gast. Makrelen und Thunfische werden gewischt. Was soll man denn sonst auch anfangen? Die sind hierfür sonst nichts gut. Man kann sie nicht kraulen, bringen morgens durch die Zeitung ans Bett. Also werden sie gewischt, ist doch klar. Ja, es werden die Plantagen aufgezählt, von denen es eine ganze Reihe gibt. Politischer Status. Ja, welches Grün im Gesicht werde, sieht man das wenigstens nicht so, weil das von dem zarten Lila überdeckt wird. Die Föderation St. Christopher and Nevis, unabhängig seit 1967, ist Mitglied im Commonwealth of Nations. Die britische Königin wird durch einen Generalgouverneur vertreten. Seit 1996 ist dies Sir Cuthbert. Sir Cuthbert Montraville Sebastian. Ja, bla bla bla, aufgeteilt in bla bla bla. Ist also nicht direkt eine Demokratie, wenn ich das so sehe, ne? Parteien. Also, wenn es Parteien gibt, muss es wohl auch irgendwie eine Demokratie geben. Obwohl, wenn man sich so manche Länder anguckt, dann gibt es zwar Parteien, aber deswegen noch lange keine Demokratie. Sehenswürdigkeiten. Nicht viele. Vier Sehenswürdigkeiten werden hier erwähnt. Kaufen. Karibielbatik. Ein Einladen wird genannt. Nein, zweiter noch. Watson's Grocery Shop. Ja, okay, Küche, was es alles zu futtern gibt. Unterkunft, Lernen. Es gibt eine Ross University of Medicine. Auf St. Kitts in der Karibik. Ich käme nicht viel zum Lernen. Ausflüge, eine Schmalspur-Eisenbahn, wie schön. Zwischen 1910 und 1912 entstanden die ersten 2 Kilometer einer Schmalspur-Eisenbahn. Man brauchte sie, um das Baumaterial für die Zuckerfabriken vom Tiefwasserhafen bis zur Baustelle zu transportieren. Nach Fertigstellung der Fabrik verlagerte man die Gleise zunächst auf der südlichen Inselseite bis zum Palmetto Point. Auf der nördlichen Inselseite führen sie bis nach Nicola Town. Erst 1926 wurde die Innenlinie rund um die Inseln herum geschlossen. Sie verläuft mehr oder weniger parallel zur Straße. Man baute die Eisenbahn ohne Gleisbett und legte die Schwellen direkt auf den Erdboden. Dies führte in den folgenden Jahren nach jedem Regenschauer zu erheblichen Reparaturarbeiten. Das gesamte Gleisnetz hat eine Länge von 50 Kilometer, die Spurbreite beträgt 70 Zentimeter. Ja, so ungefähr, ne? Weil die Idee wirklich sehr schmal ist. Vergessen zu atmen. Nehmen, 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 bla bla bla. 40 Kilometer, bla bla bla, Lokomotiven, bla bla bla, 700 Transportwagen, bla bla bla. Das Schienennetz bleibt erhalten und Zugverkehrstouristenattraktion. Inselrundfahrten mit der Schmalspur-Eisenbahn. Die St. Kitts Scenic Railway. Rundfahrt wird mit modernen klimatisierten Doppelstockwagen durchgeführt. Ich überlege gerade, Doppelstock auf 70 cm. Hoffentlich kippen die nicht um. Jeder Wagen hat eine Bar und Toiletten. Es ist erwähnenswert, dass jeder Wagen eine Bar hat. Also sie leben anscheinend wirklich vom Rum. Es gibt 10 Wagen mit Platz für 28 Fahrgäste. Ich hoffe, pro Wagen 28 Fahrgäste. Die Rundfahrt dauert 3 Stunden und 30 Minuten für die 50 Kilometer lange Fahrstrecke. Die Rundfahrt beginnt und endet in unmittelbarer Flughafennähe bei der Zuckerrohrfabrik Mast Station. Gegen den
Uhrzeigerweg fährt man zunächst entlang der Nordküste und an der Südküste geht es zurück nach Basseterre. Die Abfahrten sind zwischen bla 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 und kosten zwischen 8 und 8.30 und 13.30 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 89 US-Dollar für Erwachsene. Hossa! Da haben aber verschiedene Leute, die nebenbei so Provisionen verdienen, würde ich mal so sagen. So, das war's auch, ne? Weblinks und Einzelhinweise und schon ist man durch. Wir haben aber noch 16 Minuten zu fliegen. Das ist hart. Ich glaube, ich nutze diese Gelegenheit, um einfach ein bisschen Wasser zu überspringen. Schauen wir mal. Dann müssen wir erstmal nach Position Aircraft. Agendata ist immer das Wichtigste. Dann schauen wir doch mal. Wir haben sogar die Hälfte ungefähr geschafft. Ne? Also wenn ich sagen würde, wie immer. Hier oberhalb des Ws zum Beispiel, ne? Also W. Das ist 17,32 Grad. Also hier 17,32 Grad. Ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel. Und 62,60 Grad gerundet. Nummer 6 Grad. So, jetzt alle gut festhalten. Position. Piu! Und schwupps, schon sind wir da. Es gibt ja keine Scenery zu laden. Kurs wird nur geringfügig korrigiert. Jetzt haben wir noch 2 Minuten bis zum nächsten Waypoint. Sehr gut. Mal schnell angucken hier. Na, Summer. Ja, wo ist Summer denn? Was haben wir da? Gut. Wir fliegen mal da lang, dann biegen wir links ab und fliegen dann hier mitten auf den Flugplatz. Was haltet ihr von der Idee? Mitten in der Innenstadt. Wenn wir also abstürzen und zerschellen, dann bieten sich da letztmalig noch richtig gute Anblicke von der Stadt und für die Touristen, die sehen ein brennendes Flugzeug, ist auch was. Beim Start später müssten wir vielleicht nochmal hier über die Vulkane ein bisschen gucken, damit wir ein bisschen was zu sehen haben, ne? So, gut, also. Da sind wir gleich da und dann drehen wir uns irgendwie zurecht und dann nehmen wir weiter. Sollte ich vielleicht an Höhe schon verlieren? Wir sind 1000 Fuß hoch. Naja, 300 Meter, das ist machbar, ne? Gas weg, Ohren anlegen und freier Fall, dann passt das schon. Voller Spannung erwarte ich jetzt, dass die Mühle einschwenkt. Dreh mich schon mal erwartungsfreudig so zur Seite, ne? So? Nee, ne? So ungefähr? Gucken wir mal. Seitenwind, das ist gerade noch zu ertragen. Seht ihr die Piste schon? Ich nämlich nicht. Wirklich liegen sie hinter Bergen und Bäumen verborgen, wie ich das ja schon ein paar Mal hier gesehen habe. Ja. Sputum. Ja. Partikel auf der Glottis. So, dreh mal. Ja, ich sehe sie. Sehr schön. Würde ich mal sagen. Setze ich mich als erstes mal rein. Und als zweites schalte ich Autopilot und Autosrottel ab. Bin ich denn unterwegs? Ich denke, beim gelben Bereich sollte ich dann die Flaps ausfahren. Ne? Fahrwerk ist ja schon draußen, zwangsläufig. Die hat keine Flaps, die Kiste. Ha! Oder ich höre sie nicht. So oder so, interessant. So, der kann auch weg. Ah, der falsche Knopf. Den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich das Terrain-Radar eingeblendet. Sozusagen. Jetzt muss er erstmal
fleißig vor sich hin laden, damit die Karte gleich hoffentlich wegblenden kann. Oder ich mach das. Ach nee, hier auch nicht. Dann landen wir eben mit ohne Karte. Naja, auch gut. Alles ist gut. Aber das J. 90 Knoten, das ist an sich eine ganze Menge. Seitenwind, nicht der Rede wert. Ryanair 5, bitte für die Landebahn, wollte ich vorhin. Ja, das ist doch mal endlich eine halbwegs brauchbare Landung. Eisengehe hier. Fast sich durch extremes Eiern bemerkbar macht. Holla, die Waldfee. Ja, jetzt war ich doch verwirrt. War das eine Absperrung einer Bahn oder ist das nur besonders breiter Mittelteil einer Bahn? Nein, es sieht aus wie Erdreich hier, auch wenn das schwer zu sagen ist. Wo wollen wir denn mal hin? Ich glaube, hier stehen nur die dicken Brummer. Na, das sind auch kleinere. Futterautomaten. Das sieht da hinten so ein bisschen wie ein Abstellgleis aus, wa? Wir wollen natürlich erster Rang Loge. Dann stellen wir uns doch mal da irgendwo hin, wo der Treckerfahrer rumguckt. Oder wir fahren dem Trecker da hinterher, weil die Jungs wissen natürlich immer, wo es was zu spachteln gibt. Wir stehen uns dazwischen und nehmen irgendwem den Platz weg. Das sieht aus wie ein Auslieferungslager, ne? Alles identische Flugzeuge. Umso besser, dann passen wir da ja voll rein. So, Bremse. Parkbremse. Parkbremse. Motor aus. Denke ich schon mal dran, die Flaps einzufahren und wir haben gar keine. Avionik. Batterie ist auch gleich mit ausgegangen, wie praktisch. Und die zweite Batterie. So. Ja, dann gucken wir uns mal um. Genau, so. Ja, wir passen da voll ins Bild. Eingeparkt wie ein Gott. Ah, Karibik pur. Ja, der Flughafen liegt stadtnah, könnte man sagen. So. So, das war's. Schönen Dank fürs Mitfliegen. Und wie ich hoffe, bis zum nächstlichen Mal. Ein Mauspointer, da. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Ich muss ihn ja erst von einem Bildschirm zum nächsten hier rüberschieben. Ha!